Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Bloody Platy. Im letzten Part haben wir uns in den Ewigwald getraut und ja, wir haben leider schon das erste Opfer fordern müssen, nämlich Top Gun. Top Gun! Aber es ging leider nicht anders. Also ich hätte jedenfalls keine andere Möglichkeit gesehen. Aber gut. Das ist noch ein Item, das will ich kurz einsacken. Netzball, okay. Gut, weiter geht's. Okay, wilde Pokémon. Sichlor und Wartribi. Oh, ich hab Top Gun noch vorne. Oh. Ja gut, ist egal, weil ich hier sowieso abhaue. Okay, warte, dann muss ich kurz die Pokémon tauschen, bevor das nochmal passiert. Mit Simba. Simba ist sowieso overleveled jetzt. Kann ich eh nicht in der nächsten Arena benutzen. Kann ich hier einfach drum rumgehen? Das wäre nett. Ich kann da oben noch landen. Wo geht's denn da dann? Scaraborn und Brummi. Ah, ein männliches Scaraborn, das sieht auch cool aus. Wir haben leider ein. Was heißt leider? Wir haben ein weibliches bekommen, aber egal. Okay, ich kann auch hier scheinbar hier oben rum. Durchs ganze hohe Gras. Das ist mir doch lieber als an den Trainer vorbei. Blutzucks. Schön. Leider gerade nicht nennenswert, weil wir ihn nicht fangen können. Und wir haben einen Trank gefunden. Okay. Nehme ich. Wo müssen wir denn jetzt lang? Warte mal. Ich bin gerade verwirrt. Wo geht's denn hier raus? Da oben lang? Ma. Hallo? Ja, bedroh sie ruhig, Simba. Halt in die Klinge an. In die Kehle. Die sie nicht haben. So, ah, ich glaube, hier oben geht's gleich raus, ne? Sind wir gleich frei? Alter, wie groß der Ewigwald ist. Ich bin gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Hart, Rumweisel und Scaraborn, okay. Ich glaube, ich muss mal eben kurz einen Schutz, ey. Das geht mir gerade doch hart auf die Nerven. Wo haben wir denn? Da. Okay, Schutz. Aber ich mache mir eigentlich trotzdem, auch wenn Top Gun leider weg ist, nicht so die Sorgen um die nächste Arena, denn wir haben ja Scaraborn. Guck mal, da ist die Villa, wo wir leider noch nicht hin können. So, und hier sind wir jetzt fertig. Sehr schön. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Tim. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Sanftglocke, okay. Tschüss, Riser, die wir niemals wiedersehen werden. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal begegnen. Trifft man die nochmal wieder im Spiel? Ich kann mich nicht daran erinnern, die nochmal zu treffen. Aber okay, Route 205. Dürfen wir uns hier ein neues Pokémon fangen? Fällt mir gerade so ein. Warte mal. Warte, kurz auf die Karte gucken. 205. Ist uns hier neues? Nee, dürfen wir nicht. Okay. Wir waren schon mal auf Route 205. Stimmt, dürfen wir nicht. Okay, gehe jetzt kurz an diesen Fishermans-Leuten vorbei. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, ist mir egal. Und willkommen in Ewignau, Freunde. Dampa, da die Musik, ey. So, dann werde ich jetzt sehr kurz Top Gun weglegen müssen. Auf die Rest in Peace Box, die wir hier gleich erstellen. Wobei, warte mal, ich erstelle die... Ich erstelle die mal nicht hier. Ich erstelle die mal lieber hier einen weiter. Ach, ich habe sogar schon eine. Okay, habe ich mir offscreen vielleicht gemacht, keine Ahnung. So, dann werde ich Heraqueen jetzt mal kurz austauschen mit Top Gun. Mach's gut, mein Freund. So, was hast du denn für ein Wesen, Heraqueen? Sanft, okay, ist neutrales Wesen und Adrenalin. Nice, und gleich mal Aeroas und Durchbruch auf dem Set. Sehr schön. So, muss ich kurz die Attacken neu sortieren, ich glaube bei Knackleon auch. Das kann ich nicht mit der Maus machen, stimmt. So. Und so. Okay, bei dir muss ich auch noch sortieren. Nach Stärke natürlich, ne? So, okay. Zwangsneurosen alle beseitigt. Und ich würde sagen, ab geht gleich in die nächste Arena. Obwohl ich Simba eigentlich jetzt kurz auf die Box legen kann, weil ich darf Simba eh nicht in der Arena benutzen, weil es overleveled ist. Kann ich mir dafür ja Flausch mitnehmen. Tschüss, Simba. Und dann werde ich Flausch kurz auf das Level bringen. Dass es nicht so unterlevelt ist, wenn wir es vielleicht doch mal benutzen in der Arena, kann ja sein. Hey, ihr reicht mit 20. So. Und Weißnebel, nee, brauchst du nicht lernen. Level 24 reicht. Okay. Was soll ich dir alle auf Level 27 bringen? Kann ich kurz vor... Ich kann es vor dem Arena-Kampf... Oh, es ist gerade dunkel geworden. Ich kann es vor dem... Wenn wir alle Trainer besiegt haben und ich direkt vor der Arena stehe, dann kann ich das machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nonstop direkt in die Arena, oder? Was ist das hier für ein Laden? Da unten ist der Fahrradladen. Die sind überall Team Electric, Leute.
Haus des Untergrundmannes, aha. So denn. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir, Team Galactic, sind so stinkreich, dass wir 10 Stück davon bauen konnten. Krass, aber können... Schon wir könnten oder konnten, das ist egal. So, wo ist denn die Arena? Da ist die Arena. Hallo, du bist die Arenaleiterin. Hallo, ich bin Silvana, die Arenaleiterin dieser Stadt. Der letzte, der mich herausforderte, war so ein ungestümer junger Kerl. Du kennst ihn, er hieß Razor, er hat dich schon angekündigt. Du weißt nicht, wer ich bin, Vibe! Seitdem er gesagt hat, dass du auf dem Weg hierher bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena tritt zuerst am Ende gegen die Arenaleiterin. Mich, Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Ich werde mein Bestes geben. So, wie setze ich denn nach vorne? Pampiro mal noch nicht. Ich setze einfach mal Hera Queen nach vorne. Ich will mal gucken, wie sich die Kleine so schlägt. Ach, ich muss die ansprechen, um gegen die zu... Ach so. Das wüsste ich nicht. Alter, der oh Gott, Level 22. So, Airos. Bams. One-Hit. Nice. Lobblatt. Mit keinem One-Hit. Oh, Level 25, Alter. Aber, oh, Giftpuder. Adrenalin. Yes. Bams. Down. Und dieser Knoss dürfte auch ein One-Hit sein. Ne, kein One-Hit, aber auch noch ein One-Hit. Krass. Und Papunga dürfte auf jeden Fall One-Hit sein. Ich dachte gerade vor allem, das Ding ist schneller. Es könnte Windstoß haben. Das wäre ja katastrophal gewesen. Oder hätte es Windstoß haben können? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich gehe mal eben in Flausch, das ist sicherer. Kugel sagt, okay, du bleibst dabei. Und dann Schnabel und Igelsamen. Soll mir egal sein. Goodbye. Und Terra Queen hat Level 25. Konter. Bringen wir dir einfach mal bei gegen Folienschlag. Obwohl, nee, gegen Ausdauer, würde ich sagen. Obwohl, wenn wir später so eine coole Beere wie eine Seika-Beere oder so kriegen, wäre Ausdauer auch schon cool gewesen. Du kannst während Ziffern laufen. Okay. Ah, da verschieben sich die Zeiger, genau. So war das ja. Okay, wie lange will sich denn noch das Ding noch drehen? Okay. So, dann heile ich jetzt ganz kurz Hera Queen. Mit einem Gegengift und gebe ihm noch einen Trank. Tada, noch einen Trank, kommen, wir haben ja welche. Gut, weiter geht's. Wie lange nehme ich jetzt auf? Ach, warte, ich kann ja hier gucken. Ich habe kein Tasia gerade offen. 7 Minuten, okay. Achso, Moment. Hat der Emulator gerade weggeklickt. So, dann mal gucken, was du so auf dem Kasten hast. Dupflor. Könnte Sporenwirte haben, ist mir jetzt aber auch egal. Denn Bam, Sairos. Du hast die Stunspore, natürlich hast du die Stunspore. Yay, Stunspore! Und Megasauger, gut, das soll mir egal sein. Und der Vogelschlag haut's weg. Ultrigaria. Habe ich da was Schönes gegen? Ich gehe mal einfach in. Einfach in Flausch. Kann ich ein bisschen Schnabel spammen. Und Statusattacken sind ja egal, weil nach dem Kampf heilt sich Babu ja sowieso automatisch. Es sei denn, wir Full Parat oder gesäuert. Aber es macht ein Critical Hit. Shaker rein. Da will ich auf jeden Fall was anderes rein. Nur da... Ja, komm, Hera Queen wieder. Die gute. Die gute alte. Oh, du fluchst. Das ist uncool. Aber wir haben den Adrenalin-Boost. Insofern, den mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Sei, wir werden jetzt Full Parat. Wo ich es gerade angesprochen habe. Wieso war... Ach ja. Ah, ja, ich war jetzt trotzdem schneller. Raptain dürfte auch kein Problem sein. Verfolgung, ja, no damage. Und, oh, Full Parat. Ma. Ich überlege echt überhaupt, ob Scarabon überhaupt jetzt zu heilen. Ich meine, der Angriffsboost ist schon geil. Aber ich glaube... Egal. Da dreht sich die Uhr wieder. Das gebe ich mal ein bisschen. Das dauert... Oh, okay, das dauert hier diesmal nicht so lange. Dann... Du kannst im Wege beschreiten, die dir vorher versperrt waren. Okay. Dann gebe ich jetzt mal kurz ein paar Heiler wieder an Scaraborn weiter. Und den letzten Trank benutze ich jetzt extra für Flausch. Okay. So. Du bist die nächste und glaube auch die letzte. Der liebliche Duft meines Pokémon wird dich von einem Sieg ablenken. Das war jedoch stark zu bezweifeln. Sonst Flora dürfte kein Problem sein. Aero, hast du down? Nein. Tatsächlich hat einer überlebt, aber... Ist auch egal, weil wir noch einen Durchbruch drauf haben. So, ich glaube, ich sollte mir den Aeros vielleicht noch ein bisschen aufsparen. Kapilz, oh nicht. Da muss ich den Aeros raushauen. Das ist ein sauberer One-Hit. Ups. Oh, wait. Sporenwirt, yay. Obwohl, soll ich das Gift überhaupt wegmachen? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Kapaloris, Kampflausch erledigen. Wüsste jetzt nicht, wie mir das Ding gefährlich werden könnte. Heuda, okay, aber... Wow, machen wir keinen Schaden. Und du mega saugst dich auch noch. Megasauger macht vor allem irgendwie relativ viel Schaden, kann das sein? Naturkraft-Triplette. Wow. Oh, Critical Hit, sauber Flausch.
Wow, ich hatte Flausch gerade wirklich schon beinahe abgeschrieben. Wie lange braucht Pampino noch zum Level up? Noch ein bisschen, dann kann ich das jetzt reinschicken und Flammenrad raushauen. Okay. Flammenrad. Okay, machst ein paar Wurzeln, das ist mir egal. So. Und nochmal. So, ich habe Angst vor der nächsten Arena. Ich werde jetzt mich gleich wieder Sonderbonbons spammen, dass sie aufs selbe Level kommen. Mach ich bei normalen Casual-Spielen auch immer. Da bin ich die auch immer aufs selbe Level. Also meistens immer aufs selbe Level, bevor ich in der Arena gehe. Deswegen mache ich das auch einfach mal. So. Halte ich jetzt kurz die Pokémon. Gegengift für Scaraborn. Nochmal kurz den Supertrank auf Barblu. Ich habe noch irgendwo eine Sinelbeere gehabt, die könnte ich mal. Könnte mal kurz ein paar Items verteilen. Ich gebe einfach mal Scaraborn hier die Sinelbeere. Für den Fall. Kann ja passieren. Und jetzt werde ich noch ganz kurz so aufleveln. Nein, hallo? Ich will auf den Beutel. So, Beutel. Und Sonderbonbons. Error Queen. Alright, Level 27. Jetzt kommt ihr alle auf Level 27, Freunde. Und dann geht's los. Abschlag. Biotonne mit Abschlag. Warum nicht? Weg mit dem Wachstum. So. Es war hier noch nicht ganz so stark wie in der 6. Gen. Also nicht mal annähernd so stark, aber warum nicht? So. Ich overlevel ja nicht. Ich habe ja extra... Also ich wette, also jetzt wo ich gerade diesen Part aufnehme, ist noch nicht mal der erste Part mit den Sonderbonbons draußen, glaube ich. Deswegen, aber ich glaube, es ist ganz okay, wenn ich einen Level-Claws habe, ja. Ist einfach besser, als wenn ich jetzt offscreen immer so elastisch grinden muss, weil da habe ich extra auch selten Zeit für und so. Deswegen. So, ich denke, wir sind vorbereitet, Freunde. Ich glaube, ich fange mal lieber mit, wobei ich glaube, ich kann ruhig mit Herak. Womit fange ich an? Ich fange mal einfach mit Ruffy an. Wird schon okay sein. So, das hat aber gedauert. Ich bin die Leiterin von Ewigen aus Pokémon Arena. Mein Name ist Silvana. Mach dich auf meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielt recht. Schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner. Toll. Du hast den Ausgang des Kampfes gespoilert. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben, auch in den Kampf. Alles klar, Freunde. Der zweite Arena-Kampf. Ich bin gespannt. Da-da-dam-dam-dam-dam. So, wo fängst du an mit Tropius? Level 23. So, ich hoffe, du hast keine Flugattacke. Ich gehe jetzt einfach mit dem Flammenrad. Bams! Wow, Critical in der ersten Runde. Sauber, Ruffy. Not bad. Und Level 28, das gefällt mir. Im Kampf ist es egal, wenn wir ableveln, würde ich sagen. Denn, oh, Tangolos. Habe ich was Spezielles dabei? Ich habe Biotonne, aber... Ich glaube, Tangolos kann uns nicht viel. Ich denke, wir können hier mit Ruffy ganz gut durchsweepen. So, du bist eine physische Wall, das weiß ich. Aber ich will mal wissen, wie viel Schaden das jetzt macht. So, Flammenrad. Was machst du so an Damage? Oh, nicht mal die Hälfte. Und Schlaf, Bruder. Nice! Also ich gehe jetzt mal in Biotonne. Einfach nur um die Säure rauszuholen. Beziehungsweise das Ding damit. Matschbombe. Wie viel Schaden macht das? Oh, das macht mir irgendwie zu viel Schaden. Ich will mal gucken, wie viel Säure an Schaden macht. Oh, das ist ein Critical Hit? Das war kein Critical. Wow. Sonnentag. Du bist jetzt wahrscheinlich schneller. Ist mir aber auch egal. Ah, oh, du hast den Trank, ne? Super Trank auch noch. Okay. Critical Hit! Yes! Biotonne! Coming through. So. Boah, gibt gar nicht mal so wenig EP, aber ist auch ein Tangolos, ja. Tengulis, du hast Chlorophyll, das weiß ich. Ruffy hat Tempo, aber Ruffy schläft leider. Ich gehe trotzdem mit Ruffy, weil ich wüsste nicht, was Tengulis mir jetzt großartig annehmen kann. Und Ruffy hat ein Tempo-Heap. Vielleicht warten wir auch direkt auf. Wer weiß. Tempo-Heap. Nö. Rogue-Heap, okay. Gut, gut. Tempo-Heap. Schlägt tief und fest, sehr schön. Ränkeschmied. Mach auf, sehr schön. Reicht zu einem One-Hit? Nein, reicht sich. Rasierblatt, okay, das ist okay. Rasierblatt tanken wir. No Damage, da habe ich auch... Rasierblatt ist doch physisch, oder nicht? Warum der da Ränkeschmied? Ist auch egal. Tempo-Heap reicht und Tengulis ist down. So, was ist das jetzt? Pokémon, Roserad. Oder hast du noch ein Pokémon? Ich weiß es nicht. Du hast noch zwei, okay. Aber die Sonne scheint noch, glaube ich. So ein Flammenrad dürfte das Ding one-hitten. Denn Roserades physische Verteidigung ist nicht allzu gut, muss man leider sagen. Und dürfte ein One-Hit sein. Ist ein One-Hit. Sehr schön. Sehr schön.
Und Level 29. Und Folterknecht. Na, Folterknecht brauchen wir auch nicht als Attacke, würde ich sagen. Und Noctuska ist das letzte Pokémon. Soll ich mal dem anderen noch eine Chance geben? Geben wir noch in Heraquin, dann ist sowieso vorbei. Es ist doch nicht zu Ende. Gehen wir einfach auf Durchbruch ist normal sehr effektiv, ne? Und wir kriegen noch Step drauf. Durchbruch! Bams! Finish him! Dürfte auch ausreichen, würde ich sagen. Jo! Noctuska geht down, Freunde, und wir bekommen den zweiten Orden. Richtig, richtig cool. Spielerbesiegleiterin Silvana. Unglaublich, du bist sehr gut, wie? Oh yeah, das bin ich. Du hast es erfasst. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist? Ja, ein paar Mal. Es muss doch schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Sonderbonbons! Daran erkennt man wohl, wie gerne du deine Pokémon hast. Tue ich auch. Als Zeichen der Anerkennung sollst du dies hier haben. Tim hat den Waldorden von Silvana erhalten. Dam, dam, yeah. Der Waldorden erlaubt es dir, die versteckte Maschine Zerschneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit den zwei Arena-Orden, die du bereits besitzt, werden dir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Hier ist noch eine kleine Überraschung für dich. Ein kleines Geschenk von mir. TM86. Welche ist es? Ich weiß es nicht. Strauchler, okay. Bringt der Gegner ein hohes Gewicht auf die Waage, ist der Schaden umso größer. So, ich weiß gar nicht, ob wir mit, können wir Strauchler irgendwem beibringen, oder wo es auch Sinn drauf macht? Pampyro kann Strauchler lernen, aber Biotone könnte es auch. Aber gut. Freunde, das war's auf jeden Fall für heute bei Pokémon Bloody Platin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, Freunde. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.